Ganz herzliche Grüße vom heutigen Großen Preis von Aserbaidschan, einem Rennen, in dessen kurzer Geschichte man schon so manches Drama erleben konnte und bei der erstaunlicherweise die vierte Startreihe eine besondere Rolle spielte. Denn Lance Stroll und Sergio Perez haben 2017 respektive 2018 aus eben dieser vierten Startreihe sich noch das Podest erkämpft. Der Baku City Circuit ist ein 5,95 Kilometer langer Stadtkurs, der die Fahrer direkt durch die Hauptstadt von Aserbaidschan und die wunderschöne Altstadt führt. Dabei müssen die Fahrer zeigen, dass sie sich den insgesamt 20 Kurven einschließlich der berühmt-berüchtigten Kurve 8 gewachsen sehen. Es ist eine der schwierigsten Kurven im ganzen Jahr. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet. Der Finne startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Verstappen, Alexander Albon und Perez. Ricciardo, Stroll, Norris und Pierre Gasly. Raikkonen, Giovinazzi, Lewis Hamilton und Magnussen. Grosjean, Kvyat, Esteban Ocon und Nicolas Latifi, Sainz, Russell, Richards und Jordan King. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir machen heute weiter mit dem Rennen hier aus Baku. Ja, Platz 21, ich habe es mir nach dem Training ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, steht ein bisschen mit Duse vielleicht vorne drin, können ein paar Punkte mitnehmen. Das wird jetzt vor allem hier sehr, sehr schwer. Mir liegt die Strecke nicht so, ich muss echt aufpassen. Aber wir tun unser Bestes und versuchen irgendwie aus diesem Rennen hier oder beziehungsweise aus der ganzen Situation etwas Gutes zu gewinnen. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Gut, okay, let's go. Kleiner interessanter Mix auf jeden Fall. Viele mit dem Medium, Sainz wohl ebenfalls Medium, Hinter uns King mit mir, was die beiden Williams mit Soft. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Ja, müssen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo in dem Auto reinfahren. Ich will zumindest die Williams knacken. Versuchen wir so weit, oder sagen wir mal, versuchen so weit wie möglich nach vorne zu gehen. No rain expected. No rain expected for the time being. Kein Regen. Ja, Rennen Nummer 8, liebe Leute, steht an. Baku City Circuit. Hier in Altstadt von der aserbaidschanischen Hauptstadt. Solche Situationen sollten wir tunlichst meiden. Ja, ja, schauen wir mal. Ich weiß, dass ich gerade jetzt beim Vorbei... Ein Auto... Achso, der will nicht. Ja, okay, das hätte ich jetzt im Rennen machen können.
hoffe, dass wir ein bisschen Glück mit dem Setup-Vorteil haben, weil wir fahren ja das Rocken-Setup. Während alles andere wahrscheinlich auch nass fährt, ich weiß es halt nicht. So, gleich geht's los hier mit dem ersten Grand Prix. Mit dem nächsten Grand Prix auf Baku. So, der Start war schon mal relativ gut. Vielleicht kriege ich jetzt ein bisschen. Ja, ich komme nicht vorbei an Zeit. Dankeschön fürs Wegtrinken, fürs einfach mal kurz stehen bleiben. So, ich habe ja ein bisschen Platz gemacht, also vorbei zumindest mal am Haas, an Magnus, bis Magnus 60, da sind wir momentan, 5 Plätze haben wir uns Kassier geholt. Ein bisschen ranzukommen an Grosjean. Okay, das hat er nicht vorgehabt, denn boah. Ja, jetzt haben wir natürlich schon wieder richtig Zeit verloren. Boah, ich das hasse, wenn du da nur ganz leicht dran kommst, fliegt der halbe Flügel der jetzt mal weg. Ein bisschen wegzukommen. Gut, die fahren alle auf Soft, ne? Der Vorteil ist, dass ich am Ende auf. The energy store is getting worn, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Eine magere Mischung. So, jetzt müssen wir wieder ans Feld ranzukommen. Kommen. 13 Runden werden ja anstehen in Baku. Ja gut, wenn wir Glück haben mit den Softreifen, könnten wir einen Vorteil dazu holen.
Wir müssen mal gucken, wann wir die ersten Softfahrer reingehen. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within one second of the car ahead and in the DRS zone. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Ich komme jetzt ein bisschen weg von Magnussen. Sagt er mir gerade an. Ja, sag ja, mit ein bisschen Glück hätten wir hier Punkte mitnehmen können. Das wird wahrscheinlich jetzt hier sehr schwierig werden. Es hat dann die Taktik, das ist zu. Herr Magnus wird jetzt gleich wahrscheinlich eh vorbeigehen. Gerade ein bisschen wegzukommen. Ja, der Punkt in Monaco war hart erkämpft. Hier wird das definitiv schwieriger werden, aber ich hatte ein bisschen mehr gehofft. Leider werde ich den Haas jetzt ziehen lassen müssen mit dem DRS. Damit sind wir nur noch 17 da. So. Wenn er weiter vorbeigehen zu müssen, dann mache ich es einfach, kassiere ich ihn so. Hab ihn zumindest wieder. Das noch nicht, aber irgendwas am Flügel gekriegt hat. The gap to the car ahead is 3.5 seconds. Gut, Grosjean fährt soft. Die fahren alle hinter uns soft. Ocon fährt sogar hart, sehe ich gerade. Der Renault, der noch da hinten irgendwo klebt. So, wenn die jetzt alle natürlich reingehen, wir brauchen uns auf 5-6 Runden. Dann können wir auch den Stop machen. Wahrscheinlich in Runde 9. Das ist ja so ein bisschen aus dem DRS, ne, doch nicht. Scheiße, ich hab gehört, okay, wir haben ein bisschen Glück mit dem DRS-Fenster, weil der wird halt hier dran springen. Der Haas wird jetzt richtig fliegen, wird aber auch gleichzeitig gleich vom Ocon. Jetzt schon auf die Soft gehen? Runde. Ah, wahrscheinlich wird es nicht mehr werden als dieser 16. Rang. Ah, schade. Das Training hat ein bisschen so viel Hoffnung gegeben. Ich dachte mir, ja. Zwischenzeitlich waren wir ja 6. und 10. Am Ende sind wir wieder die Enttäuschenden am Ende des Feldes. Oder fast am Ende des Feldes, die eigentlich nur noch auf sich verteidigen müssen, den Punkt zu holen. Aber mal gucken, was unser Rennen noch bringt. Ocon hinter uns, der wird definitiv jedenfalls die gleiche Taktik fahren.
Ich denke, Runde 9 dürfte ein richtiger guter Punkt sein für den Stop. So, ziehe ich erstmal den Ocon ein bisschen weg. Das ist erstmal das Wichtigste. Dass ich ein bisschen, Anführungszeichen, Ruhe habe. Weil der jetzt wieder angeflogen kommt mit dem DRS. Halbe Sekunde habe ich noch. Der gewinnt so viel. So, ich darf ja einmal rüberziehen. Das habe ich dann auch jetzt gerade gemacht. Ich bin ja weg von meiner Linie. Nicht um ihn. Und bin dann nochmal rüber auf deine Linie zu blocken. So, vor uns ist jetzt nicht mehr Grosjean. Vor uns ist jetzt Norris. Ah, da war. Warte mal, dann ist Grosjean in der Box gewesen. Glaube ich. Dann müsste der jetzt in der Box haben. Ja, wir sind 15. Weil vor Norris das Kwiat. Und ich glaube nicht, dass der ein großes Problem hat. 3,3 der Abstand auf Kwiat, aber das ist klar. Gute Hälfte des Rennens sind drum. So, jetzt habe ich den Ocon wieder an der Backe gegeben. Ich komme hier immer weg. Hier komme ich immer gut weg, aber dann kommt er nochmal ran. So, die nächsten in rein. Und jetzt habe ich den Ocon neben mir. Ja, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich in den Fehler getrieben. Jetzt hat er mich. Scheiße. Jetzt muss ich versuchen, nochmal anzugreifen. Sorry, Esteban, aber das Ding konnte ich mir noch. Ich meine, ich habe jetzt alle hinter mir, die ganzen schon überholten. Also die ich natürlich jetzt in Verstappen, der schon drin war. Das heißt, jetzt rein nach zwei Runden und dann geht's in die Box auf die roten und dann versuche ich noch mal ein bisschen was aufzuholen. The car ahead is coming to fit the mediums. Car ahead now running medium tires. Also ich muss Verstappen ja nicht vorbeilassen. Na, der hat ja. We're a plus one lap of extra fuel. Fuel target plus one. Ach, warum fahre ich eigentlich noch mager? Runde 9, dreh rum. Solange ihr euch da hinten ein bisschen bekriegt, am besten noch irgendwie so gegenseitig. Dann, solange sie sich dann bekriegen und schön die Flügel kaputt fahren, ist mir das tatsächlich egal. Weil ich bin momentan noch P8, aber ich muss leider den Stop noch ziehen. Leider muss ich noch den Boxenstopp machen, sonst wäre es hier 4 wichtige Punkte. Na, war gut. Naja.
Ist das Ocon? Ja. Geht jetzt in die Box. So, der Teamkollege ist in der Box, denn das heißt. Jordan is coming in for a stop. Den habe ich jetzt hinter mir. Gasly. Gasly will fast stoppen. Das ist momentan ganz toll. Boah. Ja, die KI fährt jetzt ein bisschen vorsichtiger, dass er nicht wie Monaco mir regelmäßig den Zeck säbeln. Gut, ich habe gestern Hamilton hinter mir. Gestern kriege ich vielleicht noch gehalten, aber den Hamilton würde ich nicht kassieren. Würde ich nicht packen. Der bleibt wahrscheinlich vor mir. Dann ich gleich auch schön auf der langen Gerade wohl. Oh Mann, wir gehen jetzt hier in die Box. Ich glaube, dass der Ocon ist da, der fünfte. So, den einen kriege ich hin, den Schenker. So, mal kurz ein bisschen. So, jetzt wechseln auf Rot. Go, go now. Boah, wir sind sogar auf 21. Oh nein, Mann, diese scheiß Boxenausfahrt, ne? Jetzt sind wir sogar von dem Startplatz zurückgefallen, hinter unserem Teamkollegen. Jetzt muss ich versuchen, natürlich wieder vorbei, ein bisschen vorzuarbeiten. Ah, schön, wir waren noch 16, verlieren nur noch 5 Plätze oder was? Aber ich weiß nicht, ob da doch alles nicht in der Box war oder. There's 4 laps of fuel remaining. Russell, Sainz, Ocon, glaube ich, das sind die drei da vor uns. Okay, gap ahead is 3.6 seconds. Ich habe 2 Runden. Ich höre am Ende tatsächlich doch nur 20. Scheiße, ich hätte gehofft, dass ich vielleicht sogar
Ja, wenn ein paar gute Ergebnisse kriege und dann kriege ich so einen Schlag in die Fresse im Qualifying und im Rennen. Ja, ja, ist gut. Gut, der vor uns ist Wartzel, der fährt auf hart. Den könnten wir kassieren. Davor ist Sainz, der wird auf Dings, auf Rot. Der wird schwierig werden, aber den Marcel, den Williams, die möchte ich weiterhin kassieren in jedem Rennen. Latifi haben wir schon hinter uns. Das ist eine gelbe Flagge. Irgendwo ist davon noch was passiert. Die Frage ist was? Hamilton. Motorschaden, Hamilton, ja. Natürlich jetzt ist das Bittere, dass ich jetzt raus muss aus dem. Und jetzt der Angriff in der ersten Kurve gegen den William. So. So, Hamilton raus, wir sind 18. Motorschaden bei Mercedes mit Lewis Hamilton. Das ist schon mal das Erste, was passiert ist. So, den Williams habe ich. Upsi, Entschuldigung. Ja, die Frage ist, was fahren die davor, ne? Weil Sainz und Ocon soft, aber was fährt der Haas, der da vorhängt? Das könnte Grosjean sein. Aber das ist dann doch nur Platz 18. Der wahrscheinlich zumindest. Letzte Runde, dann haben wir Baku auch abgearbeitet. Dann haben wir die beiden Anstrengungen zum Rennen weg. So, wenn noch einer halt ausfallen würde, dann wäre super. Dann wäre es zumindest Platz 17. Ich kann auch nicht mehr wirklich pushen, ich komme nicht mehr ran. Es sind über 5 Sekunden der Rückstand auf die Jungs da vorne. Gut, die bekämpfen sich noch, das wird ein bisschen weniger, aber es wird nicht reichen ohne eine. Ja, gut, sei denn, die haben eine Zeitschraube. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich denke, dass jetzt Bottas oder so das Rennen gewinnt. Da Hamilton ja nicht mehr dabei ist. Vettel. Oh. Für uns ist es, haben wir gesagt, nur Rang 18. Es war so viel Hoffnung da. Aber wenn du da mal eine Möglichkeit hast, dann macht das Wetter einen kaputt. Ich denke, mit dem trockenen Zelt, da mit dem trockenen Rennen. Im Trockenqualifying wäre es vielleicht weiter nach vorne gegangen. Ja, wäre es am Rennwetter nach vorne gegangen. Und so ist es am Ende. Nur Rang 18. Korn ist derweil vorbei an 20 Magnussen. Also der hat nämlich auch sehr starkes Rennen gefahren. Fahrer des Tages können wir uns tatsächlich abschminken. Bin ich mir ziemlich sicher.
race over. Take care of the car on the way in. Ich wollte gerade sagen, 18. nicht 21. Kimi Saras Tages. Ich stand da als 21. Das war der Sieg in Aserbaidschan. Großartige Arbeit von Naja, ich glaube, nächste Rennen ist keiner da. Natürlich auch zu Hause in der Fabrik. Und, last but not least, eine perfekte Fahrerleistung. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Naja. Bei der Siegerehrung sehen wir den roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Doppelsieg sogar. Ja, da wollen wir irgendwann mal hin, in das Auto. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Haas ist ziemlich abgeschmiert. Wir sind jetzt hinter uns. Wir sind jetzt sogar vorbei an Haas, also 9. momentan. Wie gesagt, jeder Platz da vorne, der bringt uns bares Geld. Gut, dann war's das mit dem Rennen, liebe Leute. Und mit dem Marco-Wochenende. Nächste Rennen dürfte dann Kanada sein. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man sie unterschätzt? So. Glauben Sie, dieses Team bringt die volle Leistung? Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Ja. Danke für den Kommentar. Ja, ich muss mich ein bisschen wehren gegen den Ocon, um ihn wieder zu kassieren, aber naja, scheiß drauf. Ja, wieder gutes Geld. Für die Sponsoren ist das Top-Ergebnis. So, nächste Rennen ist dann in Kanada. Wir sehen uns dann wieder.